So, damit sind wir bei der zweiten Mini-Episode von To the Moon. Und wie man sieht, sind die Protestanten gegen die Sigismund Corporation immer noch da. Wir werfen immer noch das Gebäude mit Tomaten, das Scheibenwischer eingebaut hat für genau solche Fälle. Hä? Ja, sehr toller Anfang. Immerhin fangen sie an, das Gelände zu verlassen. Ich schätze, die Reinigung wird bis nach unserem Urlaub warten müssen. Wir sollten den externen Fruchtsammler einsatzbereit machen. Die Kühlung durch den Schnee hält sie sogar frisch. Mhm. Zieh dir das rein. Wir sind drin und der Kühlschrank ist überall dort draußen. Genialer Gedanke, oder? Sicher, bist ein schlaues Köpfchen. Wusste ich's doch. Ich frage mich, ob die anderen heute früher fahren. Die Straße ist ja nun frei. Tja, warum auch nicht, kaum zu glauben, dass wir wegen der vielen Aufträge unsere Weihnachtsfeier so weit nach hinten verschieben mussten. Brichst du heute früher auf? Ja, warum nicht? Ich verbringe den Abend mit der Familie meiner Schwester. Sie leben hier ganz in der Nähe. Mit ihrem kleinen Balk, was? Ja, aber ihr kleines Blag, das ist wahrscheinlich ein Schreibfehler, ein kleines Balk, hab mir ein besseres Weihnachtsgeschenk gemacht als du. Hey, immerhin habe ich versucht, für meinen Partner etwas zu besorgen. Im Gegensatz zu einer gewissen anderen Person. Glaubst auch nur du. Was ist das? Es ist ein Hintergrundgeräuschrekorder. Er spielt verschiedene beruhigende Hintergrundgeräusche ab, wie zum Beispiel Meeresrauschen oder das Zirpen von Grillen. Hört ihr das mal an? Hört sich an wie etwas, das mein Handy auch könnte. Ja, wie unsentimental. Ach ja? Ja, mit diesem Gerät kannst du auch eigene Aufnahmen machen und sie in einer Endlosschleife abspielen. Einfach wegdrücken und du kannst dir deinen eigenen Hintergrundsound für die Arbeit erstellen. Ich wiederhole, Handy. Sieht so aus, als wären wir beide nicht besonders gut im Schenken. Hey, ich nehm's trotzdem. Vielleicht nehme ich auf, wie Rob eine Standpauke bekommt und nehme das zum Einschlafen oder so. Ja, ja. Wie dem auch sei, wie steht's mit dir? Hast du schon was vor? Also. Oho, komm her, du Hengst. Was zur Hölle? Ist das der Wein oder wirst du mit jedem Tag noch attraktiver? Was gibt hier ab? Meine Liebe, ich bin nüchtern wie am ersten Tag und bist immer noch heiß wie die Sonne. Wenn ich dir die Augen schaue, ist mir, als würde ich sanftes Meeresrauschen hören. Oh, du freches kleines Luder. Wenn mein Rücken nicht wäre, würde ich dich auf der Stelle... guck mal darüber. Hey. Hey. Es schneit draußen. Ja, schon den ganzen Tag. Okay, für heute ist genug, ihr Blick. Yep. Ich mach mich auf den Weg. Tu das. Ah, hat Watts noch was zu sagen, außer die Wand anzuschauen? Oh hey, danke für den Rekorder und so. Meine Güte, sei jetzt nicht zu dankbar. Morgen wird ein Großputztag, aber zumindest kann ich meinen Ketchup-Vorrat auffüllen. Ja, gut, das klappt ja sehr gut.
Was macht Watts jetzt? Hallo? Wer ist da? Hallo? Watts, was auch immer du vorhast. Gehe zu Büroräume, Aufenthaltsraum, Eingangshalle, Büroräume. Mal sehen, ob ich noch irgendwo irgendwas finde. Ah ja. Eddie Doyle. Hey Eva. Hey Eddie, wie geht... Nein, 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 Tür. Ups, sorry. Was soll's, kein Problem. Hey, kannst du den Aufzugsknopf für mich drücken? Warum hast du ihn nicht gerade erst gedrückt? Ja, aber der Aufzug scheint immer sofort da zu sein, wenn du ihn drückst. Das ist albern, es ist nur Glück. Komm schon, versuch's einfach mal. Was zum... Danke. Also ja, die Büros werden sich nicht geändert haben. Wahrscheinlich alle noch geschlossen. Ja, und Dr. WC. Da ist immer noch Wasser in dem Bad. Da war der Entwickler etwas faul, das Wasser zu entfernen. Aber ja, für eine Mini-Episode keine Vorwürfe jetzt hier. Da steht Voxerum. Irgendwas Interessantes beim Neil im Büro, was man anklicken könnte. Mehrere Flaschen selbstgemachten Ketchups. Ich dachte, das ist ein Witz. Ja, ich gehe mal kurz mit der Maus ein bisschen hier rum. Mit der Tastatur. Tagebuch liegt schon wieder darum. Liebes Tagebuch, heute habe ich Mist, nicht schon wieder. Und die Tür war auch offen. Ich sollte es endlich wegschließen. So, Tasche. Hey, Roxy. Alles in Ordnung, Roxy? Oh, hey, ho, Eva. Ja, ich warte nur auf Rob. Sein Auto ist in der Werkstatt, also machen wir eine Fahrgemeinschaft. Hey Rob, bist du soweit? Nur eine Minute noch. Wie auch immer, was machst du nachher? Nicht viel. Ich fahre nur nach Hause zum Abendessen mit der Familie meiner Schwester. Wir haben immer ein gemeinsames Weihnachtsessen und sie warten auf mich. Wow, nett von ihnen. Wäre ich anwesend, hätte der Truthahn keine Schonzeit. Glaube ich gern. Und hast du irgendwelche Pläne für heute Abend? Naja, ich treffe nachher ein paar Leute. Aber zuerst habe ich ein Date mit einer guten alten Couch und einer Packung Eiscreme. Ich werde mir die komplette Packung schnappen und sie ausleeren. Und dann werde ich löffeln, löffeln, löffeln. Klingt nach einem guten Plan. Jep, jep. Bist du jetzt soweit? Nur eine Minute noch. Bist du jetzt soweit? Nur eine Minute noch. Mensch, Roxy, ich sagte doch nur eine Minute. War's nicht. Jo. Da können wir diesmal gar nicht lang, okay. Das heißt, wir können jetzt noch in den Aufenthaltsraum gucken. Aufenthaltsraum, weil Konferenzraum waren wir ja oben bei Neil. Wo auch immer unsere Tasche jetzt auf einmal hin verschwunden ist. Ah, hier sind auch noch zwei Leute. Mann, auch wenn die Hermann Corp heute für uns einspringt wegen des Vertrags und so, mir ist trotzdem unwohl dabei. Schließlich sind sie unsere Konkurrenz.
Ja, aber das ist wohl eine der wenigen Möglichkeiten, in diesem Job mal eine verlässliche Auszeit zu bekommen. Außerdem werden wir das gleiche für Sie tun. Sie sollten also besser gute Arbeit leisten. Ich gehe nach Hause, sobald ich hier aufgeräumt habe. Unordentliche Tische ertrage ich nicht. Du bleibst noch hier? Nein, nein, ich werde auch gleich aufbrechen. Ah, na gut, komm gut heim. Einen schönen Abend noch, Eva. Ich bin so froh, dass wir endlich meine Auszeit bekommen. Es wird sicher schön, ein wenig Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Einen schönen Abend noch, Lisa. Du hast ihn dir verdient. Jeder hat das, ganz besonders Willis und Thema. Um ehrlich zu sein, mache ich mir etwas Sorgen um sie. Ja, sie arbeiten viel zu hart für ihr Alter. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ich in der Lage wäre, mich um sie zu kümmern, wenn es soweit ist. Wo treibt Nisi sich rum? Ich dachte, er wäre bei dir. Oh, er ist. Keine Ahnung, was er treibt. Wie üblich also. Ja, mehr hat sie auch nicht zu sagen. Oh, da steht sogar so ein Kaffeespender rum. Also ja, gucken wir doch noch mal ganz neugierig in den Konferenzraum. Ja, was treibt die da? Was? Hm, nichts. Warum bist du so schreckhaft? Ich bin nicht schreckhaft. Warum bist du schreckhaft? Was? Hm? Morgen wird ein Großputztag, aber zumindest kann ich meinen Kescher-Vorrat auffüllen. Gut, wenn wir rausgehen. Oh, wir haben übrigens wieder die Tasche in der Hand. Ich dachte, ich könnte nie vielleicht belauschen. Nein, kann ich leider nicht. Eingangshalle. Eva, wegen vorhin. Hey, mach dir keine Gedanken darüber. Nein, Mädchen, du verstehst nicht. Manchmal, wenn ein Mann eine Frau ganz toll lieb hat. Ach du mal wieder. Okay, wir können gehen. Wir können aber noch. Vielleicht nächstes Mal. Was ist denn da drin? Was ist denn da drin? Es wird mir natürlich nicht gezeigt, was da drin ist. Es gibt keinen Grund, dorthin zu gehen. Okay. Ah, du gehst? Du bist noch hier? Jupp, ich bleibe über Nacht. Moment mal, was? Alle gehen nach Hause. Was soll ich sagen? Ich bin halt ein hart arbeitender Samariter. Aus dem Weg. Neil? Bob? Ich heiße Robert. Rob. Hat er vorhin Bob oder Rob gesagt? Kann sein, dass ich mich fräse habe. Wie auch immer, einen schönen Abend bei deiner Schwester Eva. Du willst wirklich deine erste freie Zeit seit Monaten in der Firma verbringen? Jupp. Die komplette Villa für mich allein. Her damit. Na gut, wie du meinst. Hey, wenn du möchtest. Vergiss es. Wenigstens fährt sie hoffentlich das Auto nicht zu Schrott. Eva? Oh, wahrscheinlich ihre Schwester. Hey, Schwesterherz, ich bin auf dem Weg. Ketchup. Oh, ein Geheimnis.
Tja, alle anderen sind wahrscheinlich schon gegangen. Und ja, da ist er. Er ist so ganz allein, ist heute nicht wie Weihnachten. Er ist so ganz allein, ist heute nicht wie Weihnachten für euch. Ja, schon, ich weiß auch nicht, was er da treibt. Süße, du solltest ihn zum Abendessen einladen. Was? Sei nicht albern. Du denkst da zu viel hinein, Dummerchen. Da steckt nicht mehr dahinter. Einfach nur als Gefallen für einen Kollegen, weißt du? Ich kenne ihn. Er würde die Einladung nicht annehmen. Wie dem auch sei, denk schon mal den Tisch. Ja, ich werde bald da sein. Okay, Süße, bis gleich dann. Eva, was war das? Alles in Ordnung, Süße? Bist du noch da, Eva? Was zur Hölle? Warum ist da eine zweite Eva? Eva, hörst du mich? Ja, ich bin gleich da. Okay, bis gleich. Das muss die große Schwester sein, wenn sie sie ständig Süße nennt. Was treibt was da? Komm schon, aller guten Dinge sind 30. Und der Moment der Wahrheit. Anomalität im Stromkreislauf festgestellt. Hauptstromversorgung unterbrochen. Was zum... Wie kann das... Ich sollte ins Untergeschoss gehen und den Schalter zurücksetzen, bevor jemand was mitkriegt. Wenigstens läuft der Aufzug mit Notstrom. Vom Eingangsbereich aus komme ich ins Untergeschoss. Ja, erst alles verstecken. Ich kann bei Eva reingucken. Und ja, das ist gerade ein bisschen unheimlich. Und ja, ich schätze mal, da ich hier alleine bin. Heute nicht. Okay, was auch immer da heute nicht ist. Wie dekadenten Aufzugsplattform in den Keller. Nein, ich wollte runter. Danke. So, dann setzen wir mal den Generator zurück. Für ein Hightech-Unternehmen ist die Stromversorgung ganz schön unzuverlässig. Zugangsprofil geladen, Dr. Neil Watts. Zugriffszeitpunkt 1947. Also gut, als erstes starten wir dich mal neu. Stromversorgungsstatus wieder in Betriebnahme wird eingeleitet. Und nun schauen wir mal nach, was hier passiert ist. Sieht fast so aus, als hätte jemand den Generator manuell heruntergefahren. Zugriffsdaten werden geladen. Das verstehe ich nicht. Das kann nicht richtig sein. Muss ein Fehler im System sein. Wer ist da?
Fußspuren. Wer? Die Tür war doch verschlossen. Da bist du all. Staubbaumbesorgung wiederhergestellt. Hilft das Handtuch, Süße? Ja, es hilft, danke. Welche Affe hat dich denn gebissen? Keiner schlägt meine Schwester. Mensch, es war ein Unfall, okay? Dein Gesicht war ein Unfall. Warum hast du den ganzen Tag nichts anderes als den Besen zu schwingen? Hey, ich war im Raubtiermodus und da erscheint sie plötzlich in meinem Revier. Was kann ich dafür, dass ich mit solch ultraschönen Reflexen geboren wurde? Warum seid ihr überhaupt alle hergekommen? Musst du gerade fragen, seinen Urlaub allein im Büro verbringen? Wer macht denn sowas? Es war ihre Idee. Ja, verflixt doch mal. Ich sehe mir nicht an, wie der Partner meiner Schwester sich in so einer Nacht alleine vor sich hinschmollt. Ich hab nicht gesch... Du hältst einfach mal die Klappe und hörst zu. Eva hat einige gute Freunde eingeladen. Wir werden alle zusammen ein schönes Abendessen veranstalten. Und du wirst jeden Augenblick genießen. Wow, du hast eine gewisse Ähnlichkeit mit jemandem, den ich kenne. Ja, ihre Schwester. Na, na, Süße. Es ist nicht so schlimm, wie es zuerst aussah. Was war das? Warum ist er immer noch hier? Husch, husch. Das Abendessen ist bald fertig. Bleibst du dann einfach hier und wärm schon mal deine Kaumuskeln vor. Hey, tut mir leid wegen deinem Gesicht. Sprich mich nicht an. Ach, Eva, es war das weiche Ende des Besens. Also genau sollte ich dir eine Gesichtsmassage berechnen. Geh einfach weg. Hey, sprich mich nicht an. Sprich mich nicht an. Okay. Das Abendessen ist bald fertig. Bleibst du einfach hier und wärm schon mal deine Kaumuskeln vor. Darf ich das Geschenk öffnen, Papi? Darf ich? Fragt Tante Eva, es gehört nicht uns. Hey, was ist in dem Paket? Wir wissen es nicht. Echt nicht? Ja, wenn ich darüber nachdenke, lagen hier letztes Jahr genau die gleichen Geschenkpakete. Und können wir sie aufmachen? Nein, ich weiß nicht, wem sie gehören. Also bleiben sie einfach hier? Jep, tun sie. Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Sie sind also nur Deko? Keine Ahnung, Kleiner, keine Ahnung. Ja, sie sind nur Deko. Mensch, nee, wir sind gerade erst angekommen und Tessie ist jetzt schon stinksauer auf dich. Berufsrisiko lässt sich nicht ändern. Ja, es ist gefährlich hier. Ich kann nicht erst vorstellen, was du mit einem Mob anstellen würdest. Aus versicherungstechnischen Gründen darf ich keinen führen. Hattet ihr seit Ende des Jahres keine Pause? Es war nicht 100% Arbeitszeit, aber wir waren immer auf Bereitschaft. Kann man schwer ändern, wenn Leute den Löffel abgeben. Mann, ich kann mir nicht vorstellen, so zu arbeiten. Belastet euch die Art eurer Arbeit nicht. Man gewöhnt sich dran. Einige mehr als andere. Mann, ich kann mir nicht vorstellen, so zu arbeiten. Oh, hey ho. Ich dachte, du wärst schon zu Hause. Ja, so habe ich mir das auch gedacht. Aber als ich mich gerade gemütlich auf die Couch geschmissen habe, hat Eva angerufen und nach einem Taxiservice gefragt. Was? Aber sie ist doch schon hier. Hallo. Was zum... Hallo, Onkel Neil. Das letzte Mal, diese zwei vorbeigekommen seid, habt ihr mich auf dem Gesicht genannt. Das war Tommy. Er ist gemein. Wow, das Kind wird mein echter Satansbraten. Sorry, Lilly. Lange nicht gesehen, Neil. Stimmt, Eva hat euch einfach aus unserem liebevollen Zuhause gescheucht. Hm? Oh, wir kommen gern vorbei. Die Kinder haben sich zu Hause ohnehin gelangweilt. Bla bla, lass uns drinnen weiterreden, sonst verpassen wir noch das Abendessen. Oh ja, ich sollte mal die anderen begrüßen.
Was hat Watts vor? Jo. Danke, dass ihr uns eingeladen habt, Eva. Hey, ich hoffe, ich habe euch nicht gestört. Überhaupt nicht. Es ist schön, die beiden Racker mal etwas aus dem Haus zu kriegen. Johnnys Haus hat eine tolle Aussicht, aber es ist ein wenig zu abgelegen für die Kinder, um es dort auszuhalten. Sie können draußen wunderbar spielen, aber ich habe immer Angst, dass sie stolpern und die Klippe hinunterstürzen. Ja, das wäre nicht so gut. Ihr zwei solltet uns häufiger besuchen kommen. Die Kinder würden sich auch darüber freuen. Hey, danke, dass du Lili und die Kinder hergebracht hast. Kein Thema, solange du deinen Teil der Abmachung einhältst. Haha, ja, ich hab's verstanden. Das meine ich ernst. Zwei Eimer voll Eiscreme, darunter läuft nichts. Ja, Roxy, versprochen. Ich spreche hier von extra großen Portionen mit 2x vor dem L. Und wenn ich Eimer sage, meine ich auch Eimer. Wenn ich damit fertig bin, will ich die als Mülleimer benutzen. Ja, ich. Wo gehst du einkaufen? Zwei einmal große XXL-Portion Eiscreme, darunter läuft nichts. Was ist das? Ein Biber? Das ist ein Schnabli. Es gehört nicht mir, aber Mama hat gesagt, ich darf darauf aufpassen. Ich beschütze es vor allem Bösen. Darf ich es mal ansehen? Bist du böse? Nicht wirklich. Okay, du darfst Schnabli für 5 Minuten haben. Jo, Schnabli mag dich. Woran siehst du das? Weil er es nicht versucht abzuhauen. Woran sonst? Schnabli mag dich. Schnabli mag dich. Hey, bist du eine echte Doktorin? Wie meinst du das? So von wegen machst du Operationen und so? Nein? Dann bist du keine echte Doktorin. Hörst du Dr. Dreh? Nein? Ich auch nicht, aber nie sagt, Dreh ist kein echter Doktor und bekommt trotzdem fett Respekt, also halte ich zurück. Wenn ich groß bin, will ich wie Dr. Dreh sein. Das hast du nicht von mir, okay? Ich habe gehört, Dreh ist 3 Meter groß und spuckt Feuer sein Nasenlöchern. Du hast gerade zum ersten Mal von ihm gehört. Ja. Hey Jamie, was machst du mit dem Plüschtier? Werd jetzt nicht zum Weicheisern. Schimmer, Papa, es ist nur Schnabli. Habt ihr irgendwelche Hausregeln bezüglich Gästen, Eva? Theoretisch schon, aber solange ihr nur in der Eingangshalle oder im Aufenthaltsraum bleibt, interessiert es keinen. Komisch, ich arbeite in einem Großunternehmen und sehe überall Videokameras. Eure Firma schien mir viel bedeutender. Nun ja, schon, aber es ist nicht so, als würden wir die Erinnerungen unserer Patienten auf Festplatten lagern. Jamie wird verflixt schnell erwachsen. Manchmal fühle ich mich, als ob ich nicht mehr mitkomme. Geht es dir besser? Ich werde es überleben. Also, Süße, du solltest öfter mal vorbeikommen. Wir sehen uns kaum noch. Naja, der Winter ist bei uns die anstrengende Jahreszeit. Hoffentlich haben wir bald mal eine Auszeit. Überarbeite dich nicht. Du weißt, dass ich immer für dich da bin, wenn du mich brauchst. Hey, wie schlägt sich Jamie in der Schule? Der Bengel hält sich wacker. Genau genommen meinte er, er will später das gleiche machen wie du. Aber das kommt gar nicht in Frage. Ein Bestatter in der Familie reicht. Eigentlich würde ich sagen, es geht in unserem Beruf mehr um das Leben als um den Tod. Ihr solltet mal öfter vorbeischauen, wenn die Saison rum ist, Eva. Jo. Und ja, ich weiß, das Weihnachtsthema passt nicht gerade zum Jahr. Hey, hast du nie gesehen? Wobei es ja noch Anfang des Jahres ist. Er ist uns im Flur entgegengekommen, aber er ist uns nicht nach drinnen gefolgt. Sieht so aus, als wäre er aus irgendeinem Grund wieder nach unten gefahren. Vielleicht nächstes Mal. Okay, da kommen wir immer noch nicht rein. Nee, das ist dann wohl wieder in den Keller runter.
Zum Gasprofil geladen, Dr. Eva Ursulin. Zugriffsdaten. Zugriffsdaten werden geladen. Uhrzeit 1939, manuelles Herunterfahren durch Dr. Neil Watts. 1947, manuelle Neustart durch Dr. Neil Watts. Seltsam, warum hat er den Generator erst heruntergefahren und dann selbst neu gestartet? Ich sollte die Einstellungen so lassen, okay. Ja, nee, kann's nicht gewesen sein. Hallo? Wer ist da? Wer ist am Apparat? Sohn? Bist du das, Neil? Warum sprichst du nicht mit ihnen? Haben sie etwas falsch gemacht? Nein, es ist nicht ihre Schuld. Warum bist du wieder hergekommen? Das habe ich dir bereits gesagt. Es war die Idee meiner Schwester. Du hättest es ihr ausreden können. Was? Sieh mal, danke, dass du zurückgekommen bist und diese Leute eingeladen hast und all das. Aber mach sowas bitte nicht nochmal. Was genau meinst du? Wo gehst du hin? Nach Hause, ich habe einiges zu erledigen. Was zum Teufel ist los mit dir? Ich weiß nicht, was dein Problem ist, aber heilige Ananas nochmal, bleib locker. Jetzt sagt sie Ananas statt Gurke. Diese Leute sind den weiten Weg gekommen, um den Abend mit dir zu verbringen. Wann hast du das letzte Mal mit anderen zusammen zu Abend gegessen? Meine Schwester hat ihre Familie hier gemacht, damit du nicht allein sein musst. So, Galileo und ihre Kinder sind gekommen. Du erinnerst dich doch noch an sie, oder? Du hast sogar dieses dumme Spiel für den Fall programmiert. Was wirst du tun, wenn du zu Hause bist? Dir eine Fertigpizza in den Ofen schieben? Entspann dich mal für einen Abend, meine Güte. Wie auch immer, ich werde hier nicht weiter in der Kette stehen und dir eine Predigt halten. Mach, was du willst, ich gehe rein. Aber oben ist ein Platz für dich reserviert, egal ob du kommst oder nicht. Warum geht die Tür von selber auf? Ah, er ist zurückgekommen. Sogar Schnabli kriegt einen Sitzplatz. ja. Wie Roxy da immer steht mit dem Wein. Und das Ganze wird sogar aufgenommen, was hier passiert. Eine Nachricht. John, ein Freund, der viel von Freebirds Pixelbildern gezeichnet hat. Von Anya, dem Leuchtturm aus To the Moon, zu Nils und Evas Kollegen in dieser Minisode, ist momentan im Krankenhaus und unterzieht sich einer Chemotherapie. Wenn Ihnen seine Arbeit gefallen hat, ziehen Sie bitte in Betracht, seiner Familie mit einer Spende zu helfen. Die PayPal-Adresse seiner Mutter lautet... Können Sie auch auf... Na, das lese ich jetzt nicht weiter vor. Ich drücke mal Enter zum Fortsetzen. Und wenn es
kann sein, dass wir gleich wieder aus dem Spiel geworfen werden. Also sage ich schon mal, bis zum nächsten Mal. Nein, noch nicht ganz. Und? Und was? So übel war das doch nicht, oder? Alle hatten einen schönen Abend, nicht wahr? Ja, ich denke schon. Hey, kann ich bei euch mitfahren? Neil meint, er braucht... Was zur Hölle? Hey, kann ich bei euch mitfahren? Niemand, der braucht den Firmenwagen. Klar, Süße, lass uns nach Hause fahren. Was geht denn hier ab? Also ja, da war noch mal ein creepy Ende. Irgendwas passiert da noch. Also bis dann.